geiles Schiff, Matthias. Danke. Kann man das auch mieten? Also, wenn überhaupt, dann mit mir als Kapitän. Dachte ich mir. Weißt du, hab eine Wette laufen. Es geht um 1000 Euro. Wow. Mhm. Ja, der Witz daran ist, ich muss von einem Fahrer im Katamaran in den See springen. Das will ich sehen. Ja, dachte ich mir. Weißt du, hättest du vielleicht morgen circa eine Stunde Zeit? Kommt drauf an, wann? Ja, so gegen Mittag. Ja. Na, spitze, dann machen wir das. Du springst vom Katamaran. Genau. Ich komme mit dem Boot, ich fisch dich raus und rette dich. Genau, so machen wir das. Alles klar, ich bin da. Okay. Guten Tag, Herr Rhein. Simone Weber von der Kripo. Ist das Ihr Boot? Ja, habe ich falsch geparkt? Waren Sie damit gestern zufällig unterwegs in Friedrichshafen? Stalkst du mich jetzt? Ja oder nein? Ja, ich war in Friedrichshafen. Dann, Herr Rhein, muss ich Sie bitten, mit aufs Revier zu kommen. Keine Zeit. Würde ich gerne machen, aber können wir nächste Woche machen. Ich muss jetzt los. Die Zeit werden Sie sich nehmen, Jungs, abführen. Ich hab dafür. Herr Rhein, Sie kommen jetzt mit auf die Wache, ohne Wenn und doch, Aber. Das ist doch scheiße. Bitte jetzt. Kein Widerstand. Doch auf, das ist scheiße. Nein, sonst. Mann, nichts mit Schiff. Wir können auch anders. Jetzt kommen Sie ganz normal mit auf die Wache. Okay, ich hab 5 Minuten. Herr Rhein, nach unserem schönen Abend in der Bar, haben Sie eine Idee, warum ich Sie verhaftet habe? Ja, ich habe gedacht, eine ziemlich originelle Art, mich wiederzusehen. Wohl eher nicht. Herr Rhein, Sie haben einem Erpresser bei der Flucht verholfen. Ich habe einem Erpresser bei der Flucht geholfen. Ja. Das ist Schwachsinn. Schwachsinn? Schwachsinn. Also können Sie sich nicht an den Tag erinnern, wo ein junger Mann vom Boot gesprungen ist, vom Katamaran? Ja, ich habe Karel aufgefischt. Karel? Karel wie noch? Keine Ahnung. Ich kenne ihn, der fährt auch in der Harley und da kennt man sich. Man quatscht über Motorräder und er hat mich gefragt, ob ich ihm Gefallen tun könnte. Ein super netter Typ mit 1 Million Euro in der Tasche. Mit 1 Million Euro? Ja. Auf meinem Boot lag 1 Million Euro. Wow. Was hat er Ihnen denn erzählt? Er hat mir nun von dieser Wette erzählt, die er gemacht hat und ich springe vom Katamaran, ich krieg 1000 Euro, kannst du mich rausfischen, Matthias. Das war das Ding und ich freue mich immer über ein Grundboot zu fahren, auf diesem schönen See. Hat er irgendjemanden getroffen oder wo haben Sie ihn überhaupt rausgelassen? Langenargen in der Marina. Und Sie haben niemand weiteren gesehen? Der war allein, ist von Bord gegangen, hat sich nochmal herzlich bedankt und ging mit einem massiven Grinsen wo auch immer hin. Und ich bin dann zurückgefahren. Ich hatte keinen blassen Schimmer, um Himmels Willen. Ich habe doch einen Ruf zu verlieren. Ich mache doch solche Dinger nicht. Ich mache Musik.